54,85. 2 Zentimeter mehr als Warndorf. Wieder für Klein. Letzter Wurf des Schweden. Nur 53,30. Blask, Deutschland. Letzter Wurf. Noch weiter. 56,49. Deutscher Doppelsieg im Hammerwerfen. Dritter Warndorf, Schweden. Meter Ausscheidungsläufe. Amerikas schnellster Läufer, Jesse Owens, ist am Start. Owens siegt in der Zeit von 10,4 Sekunden. In der weiteren Ausscheidung sind die stärksten Läufer Borchmeier, Deutschland, McPhee, Kanada, Berger, Holland und Sweeney, England. Meier siegt in 10,5. Weltrekord! Wegen Rückenwind nicht anerkannt. Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Die 6 schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Borchmeier,
Wyckoff, Owens, Strandberg, Osendarp und Metcalf. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osendarp kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens. Hochsprung der Frauen. Auf 1,40 Meter liegt die Latte. Es springt die Kanadierin Bell. Carter, Australien. Dorothy Odom, England. Elfriede Kaun, Deutschland. Csák, Ungarn. Sprunghöhe 1,55 Meter. Harden, USA. Schon der dritte Versuch. Reißt und scheidet aus. Kohn, Holland. Dora Ratjen, Deutschland. Wieder Bell, Kanada. Auch sie hat schon zweimal gerissen. Gerissen und ausgeschieden. Die Latte liegt auf 1,60 Meter. Erster Versuch von Elfriede Kaun. Gerissen. Csák, Ungarn. Auch gerissen. Die 16-jährige Dorothy Odom. Elfriede Kaun versucht es zum zweiten Mal. Und jetzt die Ungarin. Der letzte Versuch der Deutschen.